Willkommen zurück bei Final Fantasy Type Zero. Und wir sind hier bei Part 3 und müssen uns jetzt durchkämpfen. Ich habe einen kleinen Liebling schon. Und zwar macht mir die Dame hier ziemlich großen Spaß, weil sie einerseits richtig schöne Zauberdinge kann und Nahkampf. Ja, und da testen wir jetzt mal, wie wir mit der abgehen. Okay, ja, mal ein bisschen schlechten Ort zum Kämpfen. So, und jetzt testen wir mal unsere Zauber. Ja, schick. Also wenn wir länger drauf bleiben. Hier haben wir immer solche kleinen Portale. Oh, da scheinen wir noch jemand zu haben. Ja. Kriegen wir den so? Oder wir wechseln kurz zu Ace. Und dann zerlegen wir den Herr einfach mit unseren Karten. Ups, haben wir da nochmal einen? Ja, natürlich. Was haben wir denn hier? Okay, also eher Nahkampf dann wieder. Zur Verteidigung, denke ich mal. Also wir sind ja eigentlich Range-Kämpfer hier. Ah ja, also hier können wir die Wand erstellen, um uns zu schützen. Und dann immer wieder mal rausgehen und Schaden machen. Den haben wir auch da oben. Und den haben wir auch. So, den haben wir auch gleich anvisiert. Und dann holen wir uns mal hier unsere Punkte. Ach, da oben ist nochmal einer. Habe ich jetzt... Da muss man sich natürlich erstmal jetzt dran gewöhnen, mit welchem man wieder welche Attacken hier hat. So, unsere MP haben wir. The counterattack took the Empire by surprise, and the battle seemed to favor the Dominion. Then, 3 hours into the operation, many of the Dominion's airship squadrons had not yet fully achieved their objectives. A lack of experience combined with Imperial counterattacks was jeopardizing the operation. To make matters worse, without access to their most powerful weapon, magic, Rubrum's ground forces suffered severe casualties and were unable to reach their objective, Academia. Class Zero, do you read me? This is Intel. We've located part of the jamming device that's affecting Rubrum. Okay, da haben wir wohl ein großes Viech da hinten. Jetzt müssen wir uns natürlich überlegen, wie wir kämpfen. Also wir haben hier einerseits ein bisschen so den Schutz mit dem Ace, mit der anderen Dame, mit Queen haben wir... Ja, ich finde, da sind die Zauber ziemlich stark. Und hier haben wir natürlich mit dem Herrn hier haben wir dann unseren Nahkampf, der ziemlich abgeht. Und ich spiele jetzt mal den, da habe ich echt Bock drauf gerade. Relikt-Terminals. An Relikt-Terminals kannst du deinen Spielstand speichern, sowie die Zusammenstellung, Ausrüstung und Statuswertung deiner Kampfmitglieder überprüfen. Und wo sind die jetzt? Sind die da in der Mitte? Ach, da ist das Relikt. So, und wir speichern natürlich. Ganz wichtig. Neuer Spielstand. Wir haben ja noch keinen. Bestätigen. Ja. Ah, das hat wahrscheinlich nach der Videosequenz kurz gespeichert. Gut. Aufwertung. Fertigkeiten. Ace, nein und Queen. So. Wen? Bei wem machen wir das? Jetzt können wir auch hier mal die Attribute ein bisschen angucken. Wir haben Magiepunkte 5 von 200. Also sie hat auf jeden Fall am meisten Magiepunkte. Das zeigt schon mal, dass sie auch wirklich auf Range, also auf Zauber gedacht ist. Für Zauber gedacht ist. Sie hat Langschwert, Richt. Kreuz, defensiv, okay.
Okay. Jetzt würde ich sagen, jetzt schauen wir doch gerade mal hier. Kombo-Stärke. Erweitere eine normale Kombo um ein Finish. Okay. 3 AP. Wir haben 7 AP, so wie es aussieht. Heilsatz. Zieht Karten mit hoher Wahrscheinlichkeit für TP-Heilung und fächert sie, bis sie aktiviert werden. Kombo-Stärke. Ich würde sagen, wir machen mal die Kombo-Stärke hier. Neue Fertigkeit freigeschalten. Und Nahkampf. Etwa 3. Jetzt möchte ich mal gucken. Ah, wir haben mit jedem dieselbe Aufwertungspunkte. So, dann machen wir mal Nahkampf. Wie geht denn das? Mit L drücken, um eine Nahkampfattacke auszuführen. Ja, dann machen wir das doch. Gefällt mir besser. So, mit ihm haben wir jetzt nur noch einen Punkt. Jetzt gehen wir mal zu Nein. Sprungstufe 2 erhöht die Angriffskraft von Sprung. Sprung haben wir vorhin ein, zwei Mal gemacht. Das war sehr stark und sah auch cool aus. Und da können wir jetzt erstmal nichts mehr ausbilden. Und bei Queen gucken wir mal. Richtkreuz ist eine Defensive, erhöht die Angriffskraft von Richtkreuz. 2 Punkte, hört sich gut an. Reduziert die AB-Kosten von Richtkreuz. Hört sich doch auch mal gut an. So, da haben wir hier eine Kleinigkeit zusammengestellt. Statuswerte, fehlen die erforderlichen Gegenstände. Ausrüstung. Okay. Also, dann speichern wir gleich nochmal. Hätten wir jetzt eigentlich auch umgekehrt machen können. Beschreiben wir. So, weiter geht's. Jetzt haben wir Nein. Magiepunkte sind aufgewertet. Und jetzt gehen wir hier zu unserem gelben Punkt. Blocken und Defensivmagie. Bleib stehen und halte Kreis gedrückt, um das der Taste zugeordnete Defensivkommando auszuführen. Abwehrstellung. Hat dein Charakter Blocken ausgerüstet, halte Kreis gedrückt, um Angriffe abzuwehren. Dabei leert sich dein Aktionsbalken. Defensivmagie. Hat dein Charakter Defensivmagie wie Wall oder Vita ausgerüstet, drücke Kreis lange und lasse die Taste dann los, um sie auszulösen. Hierbei werden MP-Punkte verbraucht. Okay, mit dem können wir eben nur springen. Und mit dem springen wir jetzt auch richtig. Oh, aber dann sollten wir schon anspringen. Und das war's auch schon mit dir, mein Freund. Oh. Okay, den müssen wir mit Magie erledigen. Aber den hier nicht. Also nein, scheint ziemlich stark zu sein. Oh. Jetzt packen wir und ja, den hier. So, dann haben wir den auch. Und jetzt gehen wir darüber. Und mit den Karten. So wie es scheint, setzt der Pokémon-Karten ein, kann es sein. Also, der gefällt mir auch recht gut. Der macht hier ein bisschen mehr Schaden jetzt. Militärische Soldat. Bereit machen zum Feuern. Wir müssen wohl darüber. Kommt ihr mit? Oh! Ausweichen. So, jetzt machen wir die Wand. Und dann holen wir unseren Nahkämpfer. Und dich schnapp ich mir. Dann geht das nicht. So. Alle mitkommen.
So, den haben wir auch. Und da scheint ein größerer Brocken zu sein. Oh ja, da scheint ein größerer Brocken zu sein. Was war denn das jetzt? Das war die falsche Taste. Nach hinten. Und Eds sind natürlich auch noch da. So, ich würde sagen, da holen wir uns mal die Queen. Magiepunkte. Und dann, wobei Blitz da vermutlich nicht so viel ausmachen wird, denke ich mal. Oh ja gut, mit 600 Schaden sind wir noch gut dabei, oder? Okay. Was ist dieses Richtkreuz? Das wird mich mal interessieren. Ah, da können wir uns healen. So. Also, wir bekommen langsam auch ein bisschen hier einen Überblick. Und mit unserem Ace hier versuchen wir mal was. Und den können wir wohl jetzt richtig schön down machen. Ah, das war wohl nur die Rüstung. Und wieder Entdeckung. Jetzt machen wir mal unsere Wall hier. So. Jetzt holen wir wieder die Queen. Und jetzt healen wir uns mal kurz. Und dann geht es jetzt wieder ab. Und down ist er. So sieht das aus. Tata. So, also man hat hier wieder auf taktisches Spielen Wert gelegt, was ich gut finde. Auch wenn das Ganze ein bisschen unübersichtlich jetzt noch erscheint. Bin mir ziemlich sicher, dass wir das hier auch ein bisschen besseren Überblick bekommen. Und wir gehen mal hier rein. Oh. Hier haben wir ja einen auf Fechtclub. Und wir gehen wohl ein Stockwerk höher. Was ist das? So, euch kriegen wir so. Oh, warum hat er es jetzt nicht getan? Ah, wir haben nicht genug Magie. So wie es scheint. Dann holen wir uns hier Ace. Und machen die mal so. Ach, da ist noch einer. Tada, den haben wir auch. Und die Punkte holen wir uns jetzt einfach wieder. Gewonnen haben wir jetzt auch. 12 Punkte, schick. So, mit dir brauchen wir auf jeden Fall Magiepunkte. Und ich bin mal gespannt, ob wir die hier irgendwo aufladen können. Müsste ja eigentlich hier einen Standort geben. Ah, da haben wir noch. Tada, aufgeladen. Und beim nächsten Mal spielen wir hier weiter. Ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Mit der schicken Queen. Nennt man die jetzt Queen oder Quinn? Also,